Markus Mika aus Köln geht dem Thema Enttäuschungen, der Umgang mit Enttäuschungen heute auf die Spur, auf den Grund, wenn du etwas ausmalst. Und wenn du dann hinterher feststellst, dass die Realität ganz, ganz anders ist, als du es dir vorgestellt hast, dann bist du enttäuscht. Und der Umgang mit Enttäuschung, das ist unser Thema heute Morgen im Morning Call aus Köln. Herzlich willkommen in Köln im Morning Call Studio und liebe Grüße, das ist euer Wunschthema gewesen. Wir haben ja vor kurzem eine Themenumfrage gemacht und das war das Thema Nummer 2. Thema Nummer 1 haben wir schon bearbeitet und jetzt kommt das Thema Enttäuschung für dich. Ich hoffe, dass ich dir hierzu eine spannende Inspiration oder einen Gedanken geben kann. Dass dich das Thema so, ja, dass es sich leichter anfühlt und dass der Umgang damit nicht mehr so schwer wird. Und tatsächlich haben wir mit dem Thema Enttäuschung eines der größten Lernfelder vor unserer Brust, die es überhaupt gibt. Die, die mich kennen, wissen, ich bin so ein Wachstumsjunkie. Ja, ich bin jemand, der sagt, wenn du nicht wächst, wenn kein Wachstum in dir entsteht, dann dann hast du eigentlich kein Leben. Das ist wie, ich habe mein Lieblingsbeispiel, sind immer Obstbäume. Ja? Nehmen wir mal einen Kirschbaum. Ja, ein Kirschbaum hat einen ganz klaren Rhythmus. Ja, der hat einfach seine Ruhephase im Winter. Der hat seine Spross, also seine Aufblühphase im Frühjahr. Dann kommt die Blüte, dann kommt die Phase des Fruchttragens und dann kommt wieder die Phase der Ernte und dann kommt die Phase der Ruhe. So, das sind die Lebenszeiten, die Lebenszyklen oder Jahreszyklen eines Kirschbaumes, eines Apfelbaumes, eines Aprikosenbaumes, was auch immer. Jedes Baumes, der Früchte trägt. Und das Schöne ist, dass er durch diesen Wachstum oder durch diesen Kreislauf immer weiter wächst. Und als Kinder war das ja so spannend und heute vielleicht immer noch, wenn du einen Baum siehst, der gefällt ist und du guckst auf diesen Baum, da siehst du diese Wachstumsschritte, diese Ringe. Das heißt, bei einem Baum kann man ja durch die Maserung, durch die Ringe in der im Inneren des Baumes ganz genau sehen, wie alt der Baum ist, wie viele Zyklen er hinter sich gebracht hat. Und diese Zyklen sind für den Baum unglaublich wichtig. Und alles im Leben ist eigentlich Wachstum. Und dann, wenn Wachstum aufhört, dann stehen wir. Dann haben wir überhaupt dann haben wir keine Chance mehr auf Wachstum. Dann sind wir sozusagen festgefahren. Und die meisten Menschen sind an einigen Punkten in ihrem Leben tatsächlich festgefahren. Und deshalb bin ich so ein Wachstumsjunkie, weil ich einfach sage, das ist wichtig, das ist wertvoll. Wir brauchen Wachstumspunkte, um uns weiterzuentwickeln. Und das Thema Enttäuschung, Umgang mit Enttäuschung ist tatsächlich ein unglaublich großes Feld, weil es so schwer ist. Und vorweg schon mal eins, das werde ich gleich vielleicht auch nochmal sagen, je größer das Feld ist und so schmerzvoller der Prozess ist, durch den du gehen musst, umso wertvoller ist auch das Learning, also umso reifer oder umso substanzieller ist auch das, was du daraus erfahren kannst. So, fangen wir mal mit der Aussage eines Freundes von mir an, lieber Freund, der immer wieder sagt, das ist jetzt eine relativ technische Betrachtung auf das Thema und gerade diesen Satz, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich diesen Satz verstanden habe, aber ich will dich trotzdem herausfordern, ich will ihn dir nennen. Dieser liebe Freund sagt immer, Erwartung minus Realität ist gleich Enttäuschung. Und das sagt er, glaube ich, 10-mal am Tag, weil es halt immer wieder passiert. Ja, du nimmst dir irgendwas vor, du hast eine Erwartung an ein Ergebnis, dann trifft die Realität ein und die Realität ist halt immer anders. Und das Ergebnis ist, dass du enttäuscht bist. Also Erwartung minus Realität, wie so eine Gleichung. Hier oben ist deine Erwartung. Dann ziehst du davon die Realität ab, so wie 5 minus 4 und ist gleich 1, es bleibt 1 übrig. Also Erwartung minus Realität ist gleich Enttäuschung, ist seine logische, mathematische, sein strukturierter Blick auf das Thema Enttäuschung. Wenn du jetzt das Thema annimmst und sagst, ja, wir können auch noch von der anderen Seite gucken, wie kommt denn überhaupt diese Erwartungshaltung, woher kommt die denn überhaupt?
Die Erwartungshaltung ist ja etwas, was in uns entsteht. Ja, wenn du die Erwartung hast, dass etwas passiert, wenn du abends ins Bett gehst und sagst, oh, morgen ist bestimmt schönes Wetter, weil du hast morgen Geburtstag, du hast eine Geburtstagsparty geplant und du möchtest das im Garten machen, dann erwartest du schönes Wetter. Wenn du eine Erwartung hast, dann hast du tatsächlich ein Riesenproblem. Denn immer wenn es abweicht von deiner Erwartung, wirst du ja enttäuscht sein. Wirst du traurig sein. Und du hast ja gerade im Fall einer Gartenparty, ist das ja wirklich das ist fast wie Roulette spielen. Das ist fast wie wenn du bei Roulette auf diese zwei Farben setzt, also auf Rot oder Schwarz, weil du einfach nicht weißt, was am nächsten Tag kommt. Du hast ja keinen Einfluss drauf. Und wenn du jetzt enttäuscht bist, weil einfach nicht das eintritt, was du dir gerne gewünscht hast, bist du einfach vollkommen im Widerstand mit der Welt. Und ich zitiere ja so gerne Katie Byron, die Autorin, beim letzten Mal habe ich sie wieder genannt, die das Buch geschrieben hat, Lieben, was ist. Und sie hat in mir eine ganz, ganz große Veränderung bewirkt, diese Frau. Ich habe dieses Buch gefunden, auf einem Tisch liegend, die hat mich angelacht. Heute zeige ich dieses Buch nicht, ich habe ein anderes Buch für dich mitgebracht, was ich dir heute empfehlen möchte. Aber ihr könnt es ja nachschauen, Katie Byron, K-A-T-I-E, B-Y-R-O-N, Byron geschrieben. Und Katie Byron lag so auf dem Tisch und hat mich angelacht. Und der Titel von dem Buch ist Lieben, was ist. So, und es hat dazu geführt, dass ich hier ein Tattoo habe. Und dieses kleine Tattoo von mir bedeutet Wahrheit. Wahrheit ist nicht, damit ist nicht gemeint, dass man immer die Wahrheit sagt. Ich meine, das hoffe ich sowieso, also da bemühe ich mich zumindest drum. Aber darum, das ist nicht die Aussage von diesem Tattoo. Die Aussage von dem Tattoo ist, die Wahrheit, die Welt so anzunehmen, wie sie ist. Und nicht sich über Wünsche und über Hoffnungen, über Erwartungen sozusagen ein Riesenbild zu machen, um dann enttäuscht zu sein. Sondern es geht darum bei mir, dass ich sage, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert, ist auch der einzige Wert oder das einzige Thema, was es als Tattoo auf meinen Körper geschafft hat, ist das Thema, nimm die Welt, wie sie ist und mach das, was du willst, nicht größer. So, und es ist halt ein extrem schmerzhafter Prozess, wenn du morgens wach wirst an dem Tag, wo du deinen Geburtstag geplant hast und es regnet. Das ist einerseits gut, dass du diese Emotion dann hast, aber sie zerstört natürlich in dir etwas und du bist wahrscheinlich auf dem Trip zu sagen, warum muss das jetzt sein? Und du fühlst dich persönlich ja fast angegriffen. Das ist jetzt das Wetter, da wirst du halt nicht viel machen können. Aber es gibt ja auch schon mal Menschen, die dich enttäuschen. Ich will als erstes mal mit dir über dieses Wort Enttäuschung sprechen. Das Wort Enttäuschung kann man ja zerlegen. Es ist aus dem Bestandteil Ent und Täuschung. Und Ent ist ja sowas wie eine Rückführung. Also die Täuschung hört auf. Das ist das Wort Enttäuschung. Und das ist so spannend, wenn man sagt, okay, es ist jetzt keine Täuschung mehr da. Meine Enttäuschung entsteht dadurch, dass ich sage, dann war das wohl ein Bild, was nicht korrekt war. Es war ein falsches Bild. Es war eine Täuschung, der ich unterlegen bin. Und diese Täuschung ist jetzt vorbei. Das ist ja das Wort Enttäuschung, wenn man das jetzt mal auseinandernimmt, wenn man das ganz wörtlich betrachtet. Und jetzt ist ja die Frage, wie ist denn diese Täuschung entstanden? Diese Täuschung ist definitiv in dir entstanden, weil du dir ein Wunschszenario ausgedacht hast. Du hast in Gedanken dir eine Situation kreiert. Ganz, ganz häufig entstehen Enttäuschungen ins Zwischenmenschlichen. Das Beispiel, was ich gerade gebracht habe mit dem Geburtstag, mit dem draußen soll es schön sein und wenn es auf einmal regnet, bist du enttäuscht. Das ist ja nicht eine Täuschung, der du unterlegen bist, weil alle Welt wusste, dass es am nächsten Tag regnet, sondern das Wetter hat eine Dynamik, das Wetter hat einen Prozess, das Wetter unterliegt Weltgesetzen, die du in der Regel nicht kontrollieren kannst oder die du nie kontrollieren kannst. Und deshalb ist dieses nicht wirklich eine Enttäuschung, weil man dir ja nichts vorgemacht hat. Wenn du aber in einer Beziehung bist, dann interpretierst auch du, ich auch, jeder Mensch, immer unglaublich viel in diese Beziehung hinein. Und je intensiver die Beziehung zu der anderen Person ist, umso wertvoller ist oder umso schmerzvoller ist dir das.
Wir streben alle nach tiefen, nährenden, nach Beziehungen, die uns gut tun. Wir streben nach diesen, nach den Beziehungen, wo wir von zehren können. Und ich spreche wirklich von der Beziehungsqualität, dem Austausch, dem Miteinander, der Verbundenheit, dem Gefühl, dem anderen vertrauen zu können und auch dem anderen Leistung, also nicht Leistung zu bringen, sondern auch Vertrauen entgegenzubringen. Oder vertrauensvoll zu sein, das wollte ich sagen. Also das heißt, das ist ja ein Wechselspiel und man findet ja, wenn man anderen vertrauensvoll sein will, dann findet man Verpflichtungen und man geht Dinge ein und man tut Dinge, um dem anderen der Freund zu sein, den man gerne wäre oder die Freundin zu sein, die man gerne wäre. Und man sieht natürlich in der Regel nur seinen eigenen Wert, seine eigene Aktivität, die man einbringt. So, und in dieser Phase passiert ganz häufig, dass man sich vorstellt, dass man eine Fantasie davon kreiert, wie der andere sein müsste. Und was vergessen wird, ist, dass der andere auch sein eigenes Leben hat und dass hier tatsächlich sich eine Täuschung aufbaut. Diese Person, du machst dir eine gewisse Vorstellung von der anderen Person, erwartest eine Situation und dann kommt es vielleicht mal zu einem Umgang mit Geld. Vielleicht kommt es zu einem Umgang mit Ordnung, du hast dir einen Urlaub mit der Person vorgestellt, ihr seid liebe Freunde und ihr fahrt zusammen in den Urlaub und du hast gesagt, oh, das wird bestimmt total schön. Und sie hat einen ganz anderen Anspruch an ihren Ablauf in ihrem Urlaub, an ihrem Urlaubstag. Und das wäre nicht das erste Mal, dass eine Freundschaft kippt, weil Menschen sehr nah aufeinander sind oder immer mal Zeit miteinander verbringen und in ihre Lebensbereiche einbringen, die sie vorher nicht gekannt haben. Das heißt also, weil du die Erwartung hattest, dass das genauso läuft wie bei dir, weil du die Erwartung an eine andere Person hast, weil in deinen Gedanken ein Bild entstanden ist, dass die andere Person doch genauso sein sollte wie du, ja, ihr versteht euch doch so gut, die muss doch bestimmt genauso sein, passiert Folgendes. Die andere Person sagt, nein, ich will nicht, ich will mein Ding machen, ich mache mein eigenes Ding und somit wirst du irgendwann mit der Realität, also hier mit der Wahrheit konfrontiert und die mag in dir tatsächlich einen Schmerz auslösen. Du sagst, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass die jetzt, obwohl ich das und das und das getan habe, dass diese Person das von mir erwartet. Dass sie, obwohl ich so immer zuverlässig bin, obwohl ich immer so bin, mir nicht jetzt mal entgegenkommt bei der und der Situation. Und wie kann es denn sein, dass sie das über mich gesagt hat, obwohl ich doch eigentlich das überhaupt nicht verdient habe? Das heißt also, du merkst vielleicht an dieser Situation, es gibt da zwei Ebenen. Es gibt die Ebene, wo du Gedanken dir machst über eine andere Person und es gibt die tatsächliche Reaktion dieser Person. Das eine ist, wenn ich dieses Bild nochmal nehme, Erwartung. Erwartung ist das, was du in dir kreierst. Das sind nur deine Gedanken, da brauchst du keinen anderen für. Erwartungen sind Dinge, die entstehen ganz alleine dir. Minus Realität, das ist dann praktisch das, was passiert. Das ist dann das Ereignis, was es dir deutlich macht und dann bist du enttäuscht. So, und jetzt kommen diese Enttäuschungen. Ich möchte mir jetzt für einen Moment die Enttäuschung angucken. Weil die Enttäuschung ist tatsächlich das, was dich zum Lernen bringt, was dieses Gefühl, was das, obwohl es ein Schmerz ist, trotzdem so wertvoll macht. Die Enttäuschung ist ein Erlebnis, was du hast, weil deine Gedanken, deine Erwartung nicht erfüllt wird. Jetzt stell dir mal vor, viele Menschen haben sich jetzt inzwischen angewöhnt, mit Enttäuschungen folgendermaßen umzugehen. Viele Menschen sind oft schon enttäuscht worden und fangen jetzt an, ihre Enttäuschungen wegzudrängen. Hast du vielleicht schon mal so Sätze gehört von Menschen wie, ach, das macht nichts, da komme ich schon mit zurecht. Naja, so ist das Leben. Man kann halt nicht alles haben. Ach komm, runterschlucken, Krone richten und weitermachen. Also die Menschen haben sich so eine Haltung angewöhnt, die da heißt, okay, da ist jetzt wieder was passiert, ich lasse das nicht an mich ran, ich nehme das Gefühl überhaupt nicht in mich auf, sondern ich gehe her und schiebe das irgendwie weg. Das heißt, überleg mal, ob du solche Leute kennst oder ob du auch so Situationen kennst, wo du dir nicht die Zeit nimmst, wo du nicht einsteigst in diese Emotion und dir die überhaupt nicht, ja, du lässt nicht zu, dass diese Emotion mit dir etwas macht.
Egal, woher sie gekommen ist, ob das eine Enttäuschung ist, die du hattest, weil du sozusagen dir ein falsches Bild kreiert hast oder weil vielleicht tatsächlich irgendwas im Außen passiert ist, was du gar nicht beeinflussen konntest. Vielleicht auch, weil man erlebt das auch häufig, wenn ein Mensch uns verlässt durch einen Unfall, wenn ein Trauerfall passiert. Der letzte Morning Call hatte ja mit einem Todesfall oder sogar mit einem dreifachen Todesfall zu tun. In solchen Momenten ist es ja ganz wichtig, das weiß, glaube ich, auch jeder, dass man diesen Trauerprozess annimmt und sagt, ich möchte gerne, ich darf jetzt in Trauer sein, ich darf das durchleben. Und mit Enttäuschung ist das ganz genauso. Die meisten Menschen, wenn sie mit Enttäuschungen umgehen wollen, müssen erstmal lernen, dieses Gefühl, diesen Schmerz, den du empfindest, sie müssen erlernen, diesen Schmerz anzunehmen und ihn sozusagen zu ertragen und ihn zu erleben. Stell dir ein kleines Kind vor, dem ein Spielzeug kaputt geht. Hast du schon mal ein kleines Kind gehört, das ein Spielzeug hat, ein Lieblingsspielzeug, und was dann, wenn das Spielzeug kaputt geht, sagt, ach egal, es gibt ein neues Spielzeug, geht irgendwo weiter. Das heißt, das Kind drängt dieses Gefühl, was es in sich hat, nicht weg, sondern das Kind durchlebt dieses Gefühl komplett. Da gibt's kein anderes Spielzeug, kein besseres, nichts kann das ersetzen. Die Welt ist grausam, es ist alles ganz, ganz schlimm. Das Kind erlebt dieses Gefühl vollkommen. Und dann im Laufe der Jahre, im Älterwerden, gewöhnen wir uns dieses Gefühl ab. Ja, wir lassen es nicht mehr zu. Und der erste heilsame Umgang mit einer Enttäuschung ist, dass du das Gefühl, was entsteht, annimmst. Dass du das Gefühl erlebst, dass du das Gefühl annimmst wie einen Trauerfall und dir die Chance gibst, das mal so ein paar Stunden oder ein paar Tage in dir zu tragen und einfach in dich hineinzufühlen. Wie geht es mir damit? Was löst dieses Gefühl in mir aus? Was sind das für Themen, die da aufkommen? Und das ist in meinen Augen der wichtigste Schritt, weil du nämlich in dieser Schmerzphase hinschaust und sagst, was habe ich mir denn da für ein Bild gemalt? Und jetzt kommt der zweite Schritt, dass du einfach erkennst, wahrscheinlich, und auch erkennen musst, dass das in deinen Gedanken entstanden ist und dass die andere Person, also das Außen, mit dieser Lösung oder mit dem Ergebnis, also mit dem, was du da erlebst, überhaupt nichts zu tun hat. Der Schmerz ist entstanden in dir, indem du ein Bild dir kreiert hast, eine Vorstellung dir gemacht hast, und diese Vorstellung wird enttäuscht durch die Handlung einer anderen Person, die aber gar nichts dafür kann. Die Person ist nicht verantwortlich dafür. Das Werkzeug, das Spielzeug, was dem Kind kaputt geht, das Kind geht jetzt nicht her und beschimpft jemand anders dafür, dass das Spielzeug kaputt ist, sondern es trauert wegen des Ergebnisses. Und du kannst ja auch wegen des Ergebnisses trauern. Nur du möchtest natürlich deine Trauermomente auf lange Sicht hin verändern. Und du möchtest erkennen, dass es wertvoll ist, sich keine Bilder mehr im Außen zu machen, keine zu großen Erwartungen zu machen und vor allen Dingen keine Erwartung auf andere Menschen zu projizieren. Wenn du im Geschäft bist oder wenn du auf eine Gehaltserhöhung hoffst und diese Gehaltserhöhung dir schon ausgemalt hast und denkst, das wird bestimmt, ich bin so fleißig, ich bin immer pünktlich, ich bin der Erste, der kommt, ich bin der Letzte, der geht, ich habe einfach jetzt mal verdient, vor mir sind schon die und die und die befördert worden, jetzt bin ich dran, dann kann es halt einfach passieren, dass das in den Augen deines Vorgesetzten anders ist, dass dein Vorgesetzter nicht der Meinung ist, du müsstest befördert werden, und dann hast du halt tatsächlich wieder eine Enttäuschung. Jetzt, wenn du es schaffst, dich deine Liebe, deine Kraft aus dir zu holen, indem du dir das den schmerzhaften Moment anschaust und dann im nächsten Moment sagst, wenn ich jetzt mit dem Finger auf andere Leute zeige und sage, du bist schuld für meine Enttäuschung, du bist schuld für meinen Schmerz, dann wird's nicht besser. Der Heilungsprozess ist tatsächlich, dass du erkennst, dass du im Außen, dass das Außen überhaupt keinen Einfluss auf das hat, was in deinen Gedanken passiert ist, was du dir vorgestellt hast und wie du sozusagen ein Bild kreiert hast, was wahrscheinlich überhaupt nicht umsetzbar war. Das ist so eine erstaunliche Situation, dass wenn du dir zum Beispiel, nehmen wir mal eine Partnerschaft, ja, eine Mann-Frau oder ist ja gar, kann auch eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft sein, der Partner, den du dir ausmalst, also wenn du dich jetzt mal hinsetzt und sagst, ich stelle mir vor, ich hätte keinen Partner, und ich könnte mir einen Partner kreieren. Ich könnte sozusagen hergehen und einen Partner mir malen. Ja? Oder früher hat sie mal gesagt, du kannst dir jemanden backen. So, wenn du dir deinen Partner backen könntest, die Person, die du dir backst, ich schwöre dir, da schwöre ich alles drauf, was ich habe, die existiert nicht.
Weil die Situation, die in deinem Kopf entsteht, ist immer zu 100% perfekt. Weil du natürlich dir nicht, du wünschst dir ja in deinen Wunschpartner, wünschst du dir ja keine Dinge wie, der ist launisch, der ist stressvoll, du wünschst dir nicht Glaubenssätze, die er hat, dass er mit dir Dinge nicht erleben möchte, weil er Höhenangst hat. Du wünschst dir halt eine Person, die alles im Griff hat, so, und die alles gut macht. Aber dann erlebst du halt, das ist überhaupt nicht zu finden. Der Partner, den du dir wünschst, den gibt es nicht. Das heißt, wir haben immer in dieser Welt mit einem Verhältnis oder mit einer Verhältnismäßigkeit zu leben. Und du wirst irgendwann bewerten, dass du sagst, man, ich kann auf die und die Dinge kann ich verzichten, weil mein Partner die sind nicht so wichtig. Aber da habe ich in diese Stütze, diese Person, ich empfinde diese Liebe für ihn, ich empfinde diese Wertschätzung für ihn. Das heißt, das ist schon ein schönes Verhältnis irgendwann, aber es ist halt nicht so, dass du sagen kannst, er ist perfekt. Und weil halt das, was in unserem Kopf kreiert wird, immer viel, viel größer ist als das, was tatsächlich eintritt, entsteht das Problem in unserem Kopf und wir können es auch nur in unserem Kopf lösen. Das heißt also, Schritt 1 ist, das Gefühl, wenn es denn entstanden ist, anzunehmen, es wie bei einer Trauer zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist jetzt so, das habe ich mir selbst eingebrockt, ich schaue mir das jetzt mal an und dann festzustellen, das ist im Innen entstanden, das ist nicht im Außen entstanden, da ist kein anderer für verantwortlich. Das Bild, was jetzt enttäuscht wurde, also die Täuschung, die habe ich mir selber gebaut. Ich habe mir vorgenommen, ich habe die richtige Gehaltserhöhung. Ich habe mir vorgestellt, mein Partner würde liebevoller mit mir umgehen. Ich habe eine schöne Situation erlebt als junger Mann, da war ich, glaube ich, 20, ich glaube, wir sind mir schon Auto gefahren. Und da gab es eine super große Enttäuschung, die zu einem riesen Streit geführt hat. Und das war so für mich so ein typisches Bild, wie ein Gedanke weiter galoppiert. Ich habe einen schönen Abend mit einer Freundin in ihrer Wohnung verbracht. Und am nächsten Morgen hieß es, oh, wir haben nichts mehr. Ich musste sonntags morgens in einen Kiosk fahren oder in eine Tankstelle fahren und zum Frühstück Dinge einkaufen. So, ich bin losgefahren, um Frühstück zu kaufen für uns und habe mir gedacht, oh, ich mache uns Rührei, ich mache uns wunderbar und habe Speck gekauft und bin auch zu einer anderen Tankstelle gefahren, weil ich was noch dafür brauchte oder ich habe irgendwie nicht genug Eier gefunden, wie auch immer. Jedenfalls hatte ich in meinem Kopf Rührei mit Schinken. Das war für mich so wunderbar. Und ich komme in die Wohnung, sie steht in der Küche in der Ecke und die Wohnung hatte so einen langen Flur und ich konnte sozusagen im Gehen auf den Herd gucken. Und ich sehe, dass auf dem Herd ein Topf steht, aus dem heißes, dampfendes Wasser kocht und ich wusste, sie kocht Eier. Und ich komme so in die Küche und sage, willst du kein Rührei? Und das war so, ich mache ihr einen Vorwurf, indem ich ihr praktisch sage, was sollen denn diese verdammten Eier da? Wir essen doch heute Rührei. Nur, sie hat es total liebevoll gemeint und hat gesagt, ich mache uns schon mal Eier, der ist jetzt gerade einkaufen. Ich bereite schon unser Frühstück vor und hatte irgendwie gekochte Eier im Kopf und ich hatte Rührei im Kopf. Und das Ergebnis war ein totaler Streit, weil ich bin davon ausgegangen, die muss doch wissen, dass ich jetzt Rührei mache. Eine ganz, ganz dumme Alltagssituation, die wahrscheinlich ganz, ganz vielen von euch immer wieder passiert, aber sie ist ja in mir entstanden. Und sie hat keinen Fehler gemacht. Sie hat halt liebevoll vorbereiten wollen. Das heißt, ich kann nicht sagen, sie war auch enttäuscht. Sie war wahrscheinlich enttäuscht, dass ich so ein Honk bin, dass ich so ein Affe bin, der sozusagen das nicht wertschätzt, was sie tut. Der nicht neutral damit umgegangen ist, zu sagen, ach guck mal, weißt du was, dann machen wir das, ein paar Tage später machen wir unser Rührei. Jetzt haben wir ja schon Eier, oder? Wir nehmen die Eier, legen sie in den Kühlschrank und ich mache trotzdem das Rührei. Es hätte ja eine Lösung gegeben. Aber nein, ich musste angreifen. Und heute ist das anders. Ich glaube, dass die Momente, wo ich mir etwas kreiere und es dann sozusagen platzt durch eine Reaktion, die sind nicht mehr so häufig. Also das war nur ein kleiner Exkurs in einen dunklen Moment meiner Jugend. Also erkenne, dass es, lass es zu, lass den Schmerz zu, wenn es denn dann kommt. Dann erkenne, dass es im Außen entstanden ist und auch im Außen sozusagen beim nächsten Mal gelöst werden muss, weil du dir besser nichts vorstellst, weil du die Erwartungen nicht höher schraubst, als sie sind. In der Regel sind sie halt höher. Und jetzt kann man natürlich sich fragen, wie kam das denn dazu? Wie kommt das denn, dass ich mir diese Gehaltserhöhung vorgestellt habe oder dass ich mir dieses Bild kreiert habe und es ist nicht eingetreten? Und wenn du Unzufriedenheit mit der Situation erlebst, dann kannst du halt wirklich nur
dich auf dich selber verlassen. Weil in dem Moment, wo du sagst, die Lösung für meine Unzufriedenheit oder für mein, ich nenne es jetzt mal Schmerzensgeld, wenn du mehr Geld für einen Job haben möchtest, der dir keinen Spaß macht, ja, dann ist es ja sowas wie ein Schmerzensgeld. Wenn du sagst, ich möchte halt einfach mehr Geld haben und jetzt bin ich mal dran, dann ist das nicht die Lösung, weil in deiner Lösung ist eine Reaktion oder ist eine Notwendigkeit im Außen. Das Außen ist eine Erwartungshaltung, die wiederum bei dir eine Erwartungshaltung kreiert, die vielleicht nicht erfüllt wird. Das heißt, wenn du es schaffst, dich nur auf die Dinge zu konzentrieren, die du auch beeinflussen kannst. Hier, es gibt ja viele Menschen, die die mir zuhören, die sich mit dem Thema Network Marketing beschäftigen. Warum handeln wir im Network Marketing immer so, dass wir sagen, wir messen nur unsere Aktivitäten, nicht die Ergebnisse? Wenn ich das Ergebnis erwarte, ich werde heute 2 neue Partner gewinnen oder ich werde diese Woche 2, 3 Partner gewinnen, werde ich wahrscheinlich tief enttäuscht werden, weil die Entscheidung, Partner zu werden, liegt ja nicht in unserer Macht, die liegt ja im Außen. Wenn ich aber das bewerte, dass ich sage, ich werde diese Woche mit 20 Menschen Gespräche führen, ich werde diese Woche mit 20 Menschen so in Kontakt kommen, dass ich herausfinde, was es für Personen sind, was sie für Vorlieben haben, was sie für Bedürfnisse haben. Ich werde liebevolle, interessierte, warme, wertvolle Gespräche mit anderen Menschen führen. Das ist etwas, was du über deine Fragen und über deine Aktivität steuern kannst. Und das ist der Motor für aus deiner Kraft heraus Dinge zu tun, um nicht enttäuscht zu werden. Weil erst dann, wenn du den anderen kennengelernt hast, erst wenn du den Bedarf eines anderen Menschen kennst, wenn du weißt, was der andere Mensch braucht, ihm dann zu sagen, ich habe zum Beispiel jetzt einen trockenen Mund. Wenn jetzt jemand sagen würde, möchtest du einen Schluck Wasser, du hast doch bestimmt einen trockenen Mund, würde ich sagen, ja gerne. Die Chance, Wasser zu nehmen, ist sehr hoch bei mir. Das brauche ich sogar. Wenn du also jemanden kennenlernst und herausbekommst, dass der eine Situation hat, die er verändern möchte in seinem Leben und du hast mit deinem Geschäftsmodell oder mit deinen Produkten eine Möglichkeit, ihm etwas anzubieten, dann ist es doch viel, viel höher, die Chance, das zu tun. Und warum machen wir das so? Wir machen das deshalb so, weil wir nicht enttäuscht werden wollen. Weil permanente Enttäuschung ist halt einfach schmerzhaft und kein Mensch erlebt das gerne. Das heißt, dein Learning wird sein, dich auf deine Aktivitäten zu konzentrieren. Dein Learning wird sein, das nur die Dinge zu tun, die du beeinflussen kannst. Und im Network Marketing, also im professionellen Network Marketing, ist das sogar so eine Art Pflichtübung geworden. Du machst nur die Dinge, die du beeinflussen kannst, weil dann ist die Chance, dass der andere dich nicht enttäuscht oder dass du nicht enttäuscht wirst, einfach viel, viel größer. Das heißt also nochmal die 3 Punkte, wenn du Enttäuschung erlebst, wenn also du ein Bild kreiert hast, was in der Realität nicht entstanden ist, was dann sozusagen zu der Enttäuschung führt. Übrigens auch in der, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ein ganz bekannter General, ein Kriegsgeneral, vielleicht weiß das jemand von euch und schreibt das hier in die Kommentare rein, der hat mal gesagt, kein Plan, Klammer auf, Plan gleich Planung, Erwartung, übersteht den Feindkontakt. Das heißt, man kann noch so viel planen, also im Krieg sind es halt strategische Taktiken, dass man sagt, okay, wir machen mit 2 Flanken, wir greifen da und da und da an. Der Gegner, der Angegriffene oder wie auch immer, der hat natürlich auch einen Plan. Ja, und sein Plan ist halt ein anderer und der geht halt nicht auf, weil du weißt halt die Pläne des anderen nicht. Und deshalb ist es so, dass du kannst noch so viel planen, das Leben trifft dich halt immer wieder. Du merkst du das schon, wenn du deine To-Do-Liste aufstellst, du nimmst dir heute vor, 20 Dinge zu tun, aber das Leben hat halt mit dir andere Sachen vor und du schaffst halt entweder nur 3, 4 Stücke Punkte wegzuarbeiten. Das heißt, also je weniger du im Außen planst, umso besser ist das, je mehr du dich auf deine Aktivitäten konzentrierst. Akzeptiere das Gefühl, also nimm es an, schau, dass du warm und weich damit umgehst, dann erkenne, dass die Außenseite nichts damit zu tun hat. Und als drittes müsstest du dann hergehen und sagen, wie ist es dazu gekommen, wie kann ich in Zukunft damit umgehen, dass das nicht mehr passiert, dass ich sozusagen keinen Schmerz mehr erlebe. Und ich glaube, die Lösung ist halt einfach, du wirst wachsen, du wirst ein wertvollerer für dich, einen wertvolleren Umgang mit deinem Umfeld haben. Und indem du weniger Dinge erwartest und dich auf Dinge konzentrierst, die du steuern kannst, die du beeinflussen kannst. Und das ist, ja, ich glaube, das ist ein schöner Prozess.
Und das, was ich am Anfang sagte, je schmerzvoller dieser Prozess ist, umso größer ist dein Learning. Wenn du jemand bist, der immer wieder von seinen Freunden enttäuscht wird oder von seinen Partnern, wenn du jemand bist, der sich immer wieder über Dinge aufregt, dann ist das schwierig. So, und der Buchtipp, den ich euch versprochen habe, weil oftmals ist ja Enttäuschung in Partnerschaften, in Beziehungen zu finden. Ich habe dieses Buch hier mal gefunden. Es ist schon sehr alt. Es ist von Chuck Spezzano. Na, blendet ein bisschen, ne? Chuck Spezzano. Und es heißt, wenn es verletzt, ist es keine Liebe. Ich mag dieses Buch total gerne. Es ist geschrieben in kleinen, in so Absätzen. Also für jeden Tag. Hier, das ist jetzt genau ein Kapitel. Das heißt, er nimmt hier ein Thema. Also nehmen wir mal hier, jede Fantasievorstellung ist eine, ach guck mal, das ist ja passend, 145, jede Fantasievorstellung ist eine Erwartung. Und der Ober, also er hat eine Überschrift, dann hat er den Stück, das Text, wie er praktisch das Thema interpretiert, und hier unten gibt er eine kleine Übung. Die Übung in diesem Fall, über genau stark Vorstellungen beeinflusst ist. Denke nach über die romantischen Vorstellungen, Sex, Karriere, Lotterie, beginne endlich damit, etwas hinter dir zu lassen. Also das, was er oben beschreibt, wird hier unten als Übung gemacht, und das ist hier das ist die Nummer 145, zufällig jetzt Glücksgriff oder halt Energie, Universum, wie auch immer. Also, Chuck Spezzano, Spezzano, ich glaube, es gibt es nur noch gebraucht. So sieht er aus, der Bursche, netter Kerl, Chuck Spezzano. Wenn es verletzt, ist es keine Liebe. Tolles Buch, hat mir viel gelehrt über den Umgang mit Enttäuschung, und das wünsche ich dir, dass du sozusagen hier heute eine Inspiration mitnimmst, die da heißt, wenn es weh tut, dann gucke ich mal, habe ich das vielleicht selber verursacht, weil ich mir zu viel erhofft habe? Habe ich eine Möglichkeit, das in Zukunft anders zu machen? Wenn es schmerzt, lass es zu, wie bei einer Trauer, verdränge es nicht, weil das wird immer schlimmer, dann entsteht sowas, so in so ein Haufen an ungelösten Dingen in dir. Lass es raus, lass es, wenn du enttäuscht bist, dann weine, dann hab auch Selbstmitleid, das ist alles in Ordnung. Aber irgendwann ist dann wieder gut, und dann kann man sich einem neuen Thema öffnen, und dann schau einfach, dass du das, dass es weniger passiert. Ja, und nochmal dieser schöne Satz von meinem Freund: Erwartung minus Realität ist gleich Enttäuschung. Das ist sozusagen meine Brücke. Immer wenn ich erlebe, dass ich gerade mir was vormache, dass ich einen Wunsch habe, der größer ist, als er kommen wird, dass ich mir wünsche, ich komme halb in einer halben Stunde zu meinen Eltern, weil das früher mal geklappt hat. Heute brauche ich dafür eine Stunde bis 1:15. Ja, Erwartung minus Realität. Realität ist, es sind Stausituationen. Es ist einfach anders, der Verkehr, als ich es mir vorstellen kann. Liebe Grüße, sagt der Markus Mika aus Köln.